Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Also, die Nitrado-Webseite hatte wohl gerade irgendwelche Probleme. Und, ja, 5 Minuten ist jetzt irgendwie weg. Das irgendwie alles zusammenzustückeln, da habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe gerade. Was habe ich denn gemacht? Ich habe Gläser gebaut und ich habe das Metro schon hergestellt. Und ich wollte eigentlich gerade. Das Weizen verbrennen. So. Damit wir dieses Getreide da bekommen. Das Getreide haben, können wir nämlich jetzt. Hatte ich Gier schon irgendwo drin? Nee, hatte ich auch noch nicht. Das kann ich ja auch gleich rausholen. Das hier erstmal wegtun. Das auch. Also das ist ja Gier, das andere ist Hunger, natürlich. Also wir brauchen das und das. Das. Das wollen wir jetzt aber gar nicht. Ich will keinen Golem-Kern machen. Ich möchte ein Getreide ernten machen. So. Stellen wir diese beiden da jetzt hin. Ne, den nicht. Aber den. Nein! Ah, hat zum Glück auch nicht funktioniert, ey. Das solltest du doch nicht. Du solltest den Ernte machen. Kannst du den jetzt machen? Er macht schon wieder nicht das, was ich möchte. Sammeln sollst du nicht, du sollst bitte Ernte machen. Danke. Er macht es dann doch noch. Jetzt haben wir hier ein Ernte. Jetzt ist ja die Frage. Kann ich den da auch irgendwie wieder abnehmen? Du sollst nicht irgendwas sammeln, du sollst. Vielleicht bauen wir. Ups, was ist jetzt schon wieder. Wo ist das jetzt schon wieder hin? So. Vielleicht baue ich einfach noch einen neuen Golem. Das heißt, um einen neuen Golem zu bauen, brauchen wir aber wieder mehr Getreide. Haben wir nämlich gleich einen Sammelgolem und einen Erntegolem. Das heißt, ich gehe mal schlafen, noch einmal Getreide holen. Und dann kann ich ja mal. Versuchen, ob das funktioniert. Ja, können es auch gleich hier probieren. So, das sollte uns erstmal wieder reichen. Ach, wenn man gar nicht sehe, habe ich jetzt überhaupt drauf gedrückt. Ja, ich habe drauf gedrückt. Immerhin. Ich war mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das überhaupt gestartet habe, das Video. Aber doch, das habe ich dann doch noch gemacht. So.
Schon wieder hier Anfangsschwierigkeiten, wenn man hier loslegen will. Da, so. Jetzt können wir vielleicht auch noch mal einen Golem herstellen. Ich könnte natürlich auch einfach einen anderen herstellen, ne? Können wir ja auch mal. Der muss ja nicht unbedingt ein Strohgolem sein. Könnte ja auch ein Lehmgolem sein. Oder ein Steingolem. Eigentlich wäre ein Steingolem ja ganz lustig. Aber der ist langsam. Ein Lehmgolem ist durchschnittlich. Temperatur langsam. Gering Durchschnitt. Holz. Kann auch nur 4 tragen. Der kann 8 tragen, immerhin 8. Ziegelstein. Wir können natürlich auch gleich einen Ziegelstein-Golem, also einen Lehm-Golem machen. Ich weiß gar nicht mal, wie baut man denn Ziegelsteine? Ziegelsteine. Da brauchen wir Ziegel für und da braucht man aus Ton. Und Ton haben wir sogar da. Und den Ton musste ich brennen, glaube ich. Machen wir das nochmal eben, dann machen wir doch gleich den Lehmgolem, dann überspringen wir mal den Holzgolem. Deshalb also brauchen wir wieder Spiritus, Motus und Humanus. Wir sind da drin. 8, 8 und davon 5. Das reicht. Heißt, wir brauchen gerade das nicht. Das nicht. Das auch nicht. Und das auch nicht. Wir brauchen aber das. Das und das. Dann brauchen wir sowieso auch nur einen. Gut, das heißt, als nächstes wollen wir das reintun. Das rein tun. Das erstmal wieder wegmachen. Das auch. Jetzt braucht man zuerst Mensch. Mensch ist da. Als zweites braucht man Bewegung. Den Geist und alles ist schön. Und so ein Lehmgolem. Nein, du brauchst den nicht. Und dich müssen wir sowieso auch gleich wieder mitnehmen. Weil wir können den Lehmgolem erstmal hier kurz hier hinstellen und ihm auch schon mal sagen, er soll jetzt bitte ernten. Und was wir ja eigentlich auch gerne noch haben wollen gleich, ist ein Upgrade von Ordner, der macht ihn organisierter. Und ich habe gehört, dass dieses Upgrade ermöglicht, mit Golem Farben zu unterscheiden, die Blöcke mit Glöcken und Männern so. Eine große Kontrolle darüber, was ein Golem etwas tut. Zusätzlich schaltet dieses Upgrade weitere Fähigkeiten von manchen Golems frei, für den Großteil der Auswahl Aufgaben. Bestimmte Golem können von diesem Upgrade auch noch auf andere Weise profitieren. Siehe also nach, ob man ihn weiter sei. Im Traum wurden. Aha. Naja. Wir brauchen Ordnungsschärfe, Golden Nuggets und Ordo dafür. Also
Ich habe gehört, es wäre Ordnungs-Upgrade. Das werden wir dann jetzt mal gleich bauen. Das heißt, wir brauchen Goldnuggets, Ordnungsschärpe. Mal gucken, ob wir eine haben. 10 Ordnung da drinne. Wir haben eine Ordnungsscherbe. Wir haben Goldnuggets. Das ist doch schon mal sehr schön. Das heißt, wenn wir jetzt auch noch 10 Ordnung hier drin haben, dann geht das doch alles ganz fix. Machen wir das nochmal. Auch noch so eine kleine Verbesserung. Wahrscheinlich bräuchte man dann wieder verschiedene Golems. Mal gucken, was er so damit anfangen kann. Ah nee, tut mir leid, ich wollte ihn nicht hauen. Ach klar, er geht immer wieder zurück zu seinem Platz, aber auf jeden Fall, das ist doch auch schon mal sehr schön. Wir nehmen jetzt mal unsere Golem-Glocke nochmal hervor. Ich weiß, wo ich sie hingelegt habe. Ja, wo habe ich sie denn hingelegt? Hier. Na gut, nehmen wir ihn erstmal wieder mit. Ordnung ernten. Dich nehmen wir auch mit, den Sammler. So, dann nehmen wir noch die Truhe mit. Und dann probieren wir das einfach mal aus. Gehen wir noch erstmal in die Stadt, dann brauchen wir uns nämlich nicht großartig gerade um den Garten kümmern und können aber einmal gucken, wie das überhaupt funktioniert. Ob man jetzt ein Golem braucht oder zwei Golems. Ja, hier hin. Ist hier runtergefallen, nicht schlecht. Jetzt stelle ich einfach mal die Kiste hier hin. Ich stelle einfach mal den Sammel. Ich kann einfach mal eine Erntegolem darauf stellen. Ich frage mich, ob er dann. Auch einfach. Jetzt loslegt. Ja, okay, der. Beide zusammenpacken es dann doch. Ja, die teilen sich sogar die Kitzel. Das ist doch sehr schön. Das scheint ihm aber dann. Doch, da geht er auch noch hin. Sehr schön. Ja, sie arbeiten fleißig, meine kleinen Helfer hier. Gut, dass er auch nicht in die Kiste reinfällt. Und er hat es halt auch gleich angepflanzt. Das Ordnung ist das Richtige. Heißt, wir werden uns auf jeden Fall noch mal bei unserem neuen Haus auch sowas bauen. Er kommt halt nur bis nach da. Das heißt, das freut ja aber auch. Das ist ja ein bisschen verrückt und ah, der hat nicht die Reichweite, um das einzusammeln anscheinend. Das heißt, wir müssen eigentlich auch noch einen besseren Sammelgolem bauen.
Gut, meine kleinen Freunde, das war schon mal sehr schön. Es funktioniert nämlich. Das funktioniert schon mal. Das ist wunderbar. Gehen wir jetzt wieder zurück. Und ich überlege mir, was wir nächste Folge anstreben werden. Jetzt haben wir ja schon kleine Golems. Das heißt, wir müssen uns eigentlich auch wieder um das Haus kümmern, dass wir auch irgendwann mal ein Haus haben. Und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss!